Katzen haben ihren eigenen Kopf. Für Kater Nelson gilt das auf jeden Fall. Er hatte sich am Montag in der Marienthaler Straße derart tief im Motorraum dieses Peugeots verkrochen, dass ADAC und Feuerwehr anrücken mussten, um ihn zu befreien. Ja, die Freiwillige Feuerwehr Wandsbek Marienthal ist zu einer Katzenrettung in die Marienthaler Straße 133 gerufen worden. Diese gestaltet sich dann sehr aufwendig, da wir den gesamten Spritzschutz vom Fahrzeug entfernen mussten. Und letztendlich hat der ADAC uns geholfen, das Auto anzuheben, sodass wir an die Katze besser rankamen. Doch Nelson wollte nicht und dafür hatte er auch einen guten Grund. War er seiner Besitzerin am Montag doch noch im letzten Moment von der Klinge gesprungen. Er sollte kastriert werden und dann bin ich hier vor der Tür, dann reißt mir die Transportbox, der Kater ist unter das Auto gelaufen und dann wollte ich ihn mit dem Stock rausholen und dann hat er sich irgendwie unter dem Motorraum verkrochen und da saß er jetzt seit gestern Morgen um 10. Mit Gutsurin und Leckerlis war Nelson nicht beizukommen, sodass die Feuerwehr schwereres Geschütz auffahren musste. Letztendlich hat nur die Brachialgewalt, sprich der weltbekannte Wasserstrahl, Katzen und Wasser ist ja bekannt, verträgt sich nicht, geholfen, dass die Katze letztendlich über den Motorraum gerettet werden konnte. Und so hatte diese sicher nicht ganz billige Katzenrettung doch noch ein Happy End. Ich bin natürlich fix und fertig, der kleine Kater auch, und jetzt haben wir ihn endlich befreit. Und ich bin überglücklich.